Wir wollen in uns hineinschauen und feststellen, was unsere Prioritäten im Leben sind. Was ist mir am wichtigsten? Womit verbringe ich die meiste Zeit? Und wieso? Und ist das, womit ich die meiste Zeit verbringe, mir das Wichtigste? Wie kann ich das finden, was für mein Leben das Bedeutsamste ist? Weiß ich es? Suche ich es? Oder kann ich es jetzt ausfindig machen? Und wenn mir das Wichtigste glücklich sein ist, wie mache ich das? Was brauche ich dazu? Brauche ich andere Menschen? Ist es sicher, dass die sich nicht verändern? Was suche ich, um glücklich zu sein? Habe ich schon verspürt, dass glücklich sein ohne äußere Umstände ohne die Abhängigkeit an irgendeinen Sinneskontakt. Oder wenn ich das noch nicht verspürt habe, ist mir jetzt klar, dass es möglich ist, unabhängig glücklich zu sein. Was stelle ich mir vor unter unabhängig glücklich sein? Könnte ich mir vorstellen, dass das Glück mich nicht verlässt, auch wenn mich alles andere verlässt?
Habe ich schon einmal die Hindernisse in mir selbst erkannt, benannt? Und versucht, ihnen entgegenzuarbeiten. Habe ich schon erkannt, dass die Hindernisse Unglück bringen. Oder erlaube ich ihnen freien Lauf? Kann ich das Hindernis benennen für mich selbst, was mir am meisten zu schaffen macht? Begierde für Sinnesbefriedigung, Übelwollen, Lässigkeit, Trägheit des Geistes, Unruhe und Rastlosigkeit, skeptischer Zweifel. Kann ich benennen, was mir am meisten zu schaffen macht? Wenn ich es benannt habe, wie weit bin ich gewillt, mich darum zu kümmern, dass es sich vermindert? Ist mir schon klar geworden, oder kann ich versuchen zu klären, dass die Meditation unumgänglich notwendig ist, um mir zu helfen mit den Hindernissen?
Und wenn mir das klar ist, wie weit bin ich gewillt, mich der Meditation wirklich hinzugeben? Oder wenn nicht, was hält mich zurück? Welches Hindernis? Weiß ich, was Hingabe bedeutet? Habe ich es schon erlebt? Kann ich es für die Meditation wiederholen? Wir wollen untersuchen, ob es uns klar ist, dass die Bewusstseinsebenen, die wir in der Welt immer wieder haben und kennen, ob die uns genügen. Und auf was sie basieren. Und wir wollen untersuchen, wie wichtig es uns ist, oder ob es uns überhaupt wichtig ist, andere Bewusstseinsebenen in unser Leben zu integrieren. Und wenn uns das wichtig ist, wie weit ist es uns klar, dass die Meditation einen wichtigen Teil unseres Lebens ausmachen muss?
Und wie weit ist uns klar, dass der Läuterungsprozess in uns einen ganz wichtigen Teil unseres Lebens ausmachen muss? Und wie weit ist uns dabei auch klar, dass die Achtsamkeit einen wichtigen Teil unseres Lebens ausmachen muss? Können wir das mit all den anderen Dingen, die wir für so wichtig halten, in Einklang bringen? Und wir wollen noch einmal untersuchen, was an der Spitze von all den Dingen steht, die wir tun, unternehmen, hoffen und planen. Was ist uns das Wichtigste? Und wie können wir das verwirklichen? Und ist das Wichtigste, was wir finden, abhängig von anderen, abhängig von Situationen, von Menschen oder unabhängig? Ist es ein Schritt in die Freiheit? Mögen alle Menschen den Schritt in die Freiheit tun.